Gottheit gibt außer Gott und dass Mohammed sein Gesandter und Diener ist. Und auf Arabisch, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa Ashhadu. Wa Ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mein Name ist Lunis Laskri und das ist mein Freund Nils Reetz. Wir gehen schon seit Kindergartenzeiten sind wir zusammen befreundet und ich war Muslim und er war immer Ungläubiger, wie man das sagt. Und ich habe ihn schon früher immer versucht zum Islam zu konfrontieren, doch ich habe nicht sehr viel Wissen gehabt. Durch meinen Bruder habe ich viel Wissen erlangt und habe immer versucht, es meinen Freunden weiterzugeben. So wie Nils. Er war der einzige von meinen Freunden, der interessiert daran war. Er war am interessiertesten von meinen ganzen Freunden. Er hat Freude daran gefunden und ich habe immer weiter darüber geredet. Doch er hatte Angst irgendwie, da reinzukommen in die Religion. Er hat immer geguckt, er hat nicht geguckt, was er bekommt vom Islam, er hat geguckt, was der Islam, wie er ihn einschränkt. Er hat nicht geguckt, wohin der Islam ihn bringt und was Gutes für Islam ihn tut. Doch ich habe ihn heute hierher gebracht. Und er ist, mashallah, heute hier zum Muslim geworden. Ich habe es jahrelang versucht und ein Mann hier vorne, er ist Verkäufer, er hat nochmal mit ihm geredet, er hat ihm einen Koran-CD geschenkt und er ist, mashallah, heute Muslim geworden. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich gut. Ja? Also ich hatte schon lange den Wunsch, bloß hat dieser... Also ich fühle mich gut, ich hatte schon lange den Wunsch, den richtigen Weg zu finden. Und ich wusste auch irgendwo, dass es der richtige Weg ist, der Islam. Aber es hat immer dieser Punkt gefehlt, an dem ich wirklich gesagt habe, ich konvertiere jetzt. Und ich weiß nicht, ob es Angst war, ich weiß nicht, ob es deswegen war, dass ich es nicht geschafft habe. Und also wenn ein Blut gebührt, dann ist es hier mein Freund. Also er hat es wirklich geschafft. Und dem Verkäufer möchte ich auch gerade danken. Also er hat es wirklich so richtig vollbracht, dass ich gerade Muslim geworden bin. Du, 17 Jahre. Und das eben gerade, als ich eben gerade das Glaubensbekenntnis ausgesprochen habe, das ich da gerade erlebt habe, das so einzigartig im Leben, so wie diese Leute kommen, diese Barmherzigkeit und diese Brüderlichkeit, das haut mich echt um, ganz ehrlich. Alhamdulillah.